Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu World of Warship. Und ich habe mir gedacht, wir spielen heute ein paar andere Schiffe. Ich habe ja ein paar hier auf Lager. Zum Beispiel die Wyoming. Das ist halt dieser dicker Brocker, aber ich würde mal sagen, den checken wir heute mal eine Runde aus. Ab ins Gefecht. Das wird spaßig. Ich habe nicht mal einen Plan, wie der funktioniert. Das ist wahrscheinlich wieder ein Long Range, also werden wir gleich mal alles sehen. Schon drin in dem Spiel, was haben wir denn Schönes? Eine Kaiser ist auf unserer Seite, noch eine Wyoming, eine Langley. Ich glaube, die Doppelpunkte sind immer AI, oder? Weil da sind dann bei uns eine AI Wyoming noch dabei. Bin ich mal gespannt. Ich habe ja, das letzte Mal eigentlich im Video mit einem Schlachter gespielt. Die sind ja ein bisschen schwerfälliger. Gefechtsstation. Sagen wir mal ein bisschen. Allein bis die Kanonen sich dahin. Viel Glück und ruhige Wasser. Ah, F1? Nein. Hupsi. Bestätige. Verstanden? Negativ verstanden. Hupsi. Ich bin so langsam. Verstanden? Komm schon, ich muss genau wie lang zu dir kommen. Okay. Wir haben gleich. Jetzt klingel ich schon wieder. Wie weit kann ich denn schießen überhaupt? Das ist meine Reichweite. Also so circa. Upsala. 14 Kilometer ist die kritische Reichweite. Okay. Schick mal unseren Aufklärer los. Aufklärungsflugzeug in der Luft. Perfekt. Achso, ich bin. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Wo? Oh, voraus. Ganz schön weit entfernt aber noch. Und an. Der andere kommt auf der Seite. Wir müssen drehen, Jungs. Sorry. So sind die ganzen Kanonen wieder umdrehen. Eieiei. Da kommen sogar zwei Schiffe. Das Teure ist halt dieses Drehen von den Kanonen. Das ist bei Schlachten so eine Sache. Wir drehen mal schön ein. Reduzieren die Geschwindigkeit. Ich versuche im Gegensatz zu meinem Kollegen, der volle Kanne drauf prescht, eine schöne Breitseite geben zu können. Gegnerische Schlachtschiff gesichtet. Bin mal gespannt. Alter, ich bin voll gegen den Baum weggebrettert. Hupsi. Dreht euch. Ja, ich weiß. Aufklärungsflugzeug geht zum Schiff zurück. Gegnerische Kreuzer gesichtet. Au! Oh. Hey, nicht von da schießen, da bin ich gerade nicht. Alter, als ob! Was soll das denn? Ja, warte kurz. Weg bist du, Junge! Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Eindrehen. Das könnte problematisch werden! Ausweichprotokoll! Das tat weh. Hat die Führung übernommen. Und? Boah, Schadenbericht. Die Entfernung gilt. Treffer und Durchschlag, ja, zwei, jawohl. So muss das sein.
Also, da merkt man wieder den Unterschied zwischen den Kleinen und den Großen. Die Großen sind halt sehr langsam und brauchen, sind dafür aber um einiges schmerzhafter, wenn sie treffen. Zum Beispiel wie jetzt. Oh. Das war ein guter Treffer. Nein, jetzt ist es... Ladegeschütz, welches denn? Ja, müssen wir halt so schießen. Komm schon. Ja, ein Treffer. Treffer am Torpedoschuss? Was war das denn für eine komische Belohnung? Kuckuck. Hier ist Freddy. Und? Was? Noch ein Schuss? Komm schon. Als ob, wie hoch muss ich denn ballern? Okay, Nachladephase. Nutzen wir jetzt aus. Wir drehen die Munition auf Armor Piercing um. Noch ein Flugzeugträger, der ist wahrscheinlich ganz hinten. Unser Sieg ist in Sicht. Was? Der hat einen Torpedoschuss abbekommen, sicher. Meiner, nicht abballern. Der gehört mir. Das Traurige ist, hätte ich nicht die Munition gewechselt, wäre das mal da gewesen. Verdammt! Unser Sieg ist in Sicht. Okay, fort zum Flugzeugträger. Eindrehen, volle Vormarsch, ab geht's. Die Wyoming ist auf ihrem Weg. Wir haben 12 Treffer erringt, einen Ausfall und einen Abschuss. Jetzt ist die Frage, wo unser guter Freund ist, ne? Alle 6 Kanonen sind betriebsbereit. Also 12 Schüsse insgesamt. Lecker. Da hinten ist er, ich sehe ihn. Die Aufklärung hat ihren Dienst gemacht. Die Langley ist da hinten. Irgendwo da hinten ist sie da. Der eine hat fast gar nicht, wie viel Leben hat der? 70! Wow, das ist wenig. Verdammt, die Langley ist voll aus meiner Schussreichweite. Die ist genau hinter dem Berg. 19 Kilometer entfernt. Viel zu weit weg für mich. Das ist das Problem an solchen dicken Teilen. Die brauchen 3 Jahre bis zur anderen Seite dieses Planeten. Wir können auch mal so einen ganz kleinen Torpedoballer rausprobieren. Zielposition. Ah. Da ist er. Der kleine Flugzeugträger. Mitten im Feuer unserer Kollegen. Ah, der geht in Anflug. Flugzeugträger können nicht richtig assi sein mit ihren Torpedofliegern. Das dicke Ding ist im Wasser und es braucht 3 Jahre. Und das seht ihr auch. Alle Schiffe sind schon da. Außer wir. Weil wir einfach fett und schwer sind. Wo ist eigentlich die Kaiser? Ist die kaputt? Nee. Hey, wir gewonnen. Nice. Ja, das war nicht vorhersehbar bei der Wendung. Also, da ist der Schade, ja, ich sehe es ja ein. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.